Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischentag. Eigentlich, ja, Tag 9 zu meinem Adventskalender Touhou Spiel Dings. Dieses Mal kommt Touhou 13.5 dran. Ein Touhou 2D Beat'em'up. Es gibt eine bessere ein besseres davon dieser Sorte, was anders ist, aber ja, was soll ich denn, ich nehme einfach Remu für einen normalen Schwierigkeitsgrad, glaube ich, ist das. Ja, es gibt eine andere Version davon, die, also eine ältere, die ich persönlich besser finde. Die wollte ich aber als Special online mit Lava spielen, aber da jetzt nicht online gekommen ist, muss ich halt jetzt was dazwischen schieben. Dieses Spiel ist allerdings auch sehr toll. Ich spiele es gerade, wer es wissen will, mit dem Super Nintendo Controller. Und ja. Das Ziel ist halt, den Gegner zu töten, wer hätte es gedacht. Wie es bei Beat'em'ups bei mir eigentlich immer der Fall ist, ich drücke einfach irgendwelche Knöpfe. Aber ich denke, ich verstehe schon, wie man ausweichen kann oder was weiß ich. Ist das ein Schutzschild? Moment, ausprobieren. Wow, macht das. Ja, okay, ich habe herausgefunden, wie das Schutzschild funktioniert, wenn man zurückgeht. Das war mir nämlich letztes Mal nicht so wirklich klar. Dieses Mal konnte ich nicht schnell genug reagieren. Gut, wir kämpfen gegen Marisa. Der Englisch-Patch zu diesem Spiel hat bei mir leider überhaupt nicht funktioniert. Der wollte nicht aufstarten. Aber immerhin haben wir jetzt das und ja, man kann, denke ich, damit leben. Ich werde dieses Spiel nicht durchspielen, weil es nicht wirklich durchspielbar ist. Ich sehe eher so ein Kampfspiel halt, was soll man dazu groß sagen? Ich versuche so weit wie möglich zu kommen. Ich mache das so eine 20-Minuten-Folge. Je nachdem, wie mir danach ist. So, dem Schutzschild ist es doch viel einfacher. Letztes Mal wusste ich das nämlich nicht. So, sie ist gestorben. Wunderbar. Nicht mal ein Leben verloren, das finde ich schön. Also ein halbes, aber das zählt nicht. So, wir sind in der Zeitung. Wir sind berühmt. Wir haben es geschafft. Ist das nicht schön? Oh. Was ist passiert? Ich habe irgendwas Habe ich irgendwas eingeschaltet, dass es automatisch Textsachen gibt? Oder was soll das? Naja, egal. Praktisch jedenfalls. Falls ich Speedrun wollen werden würde, Dings. Ich aber nicht. Ich finde die Musik in diesem Spiel sehr schön. Ich weiß gerade nicht, aus welchen Toren sie kommt. Vielleicht, es könnte auch gut sein, dass es nur für dieses hier gemacht wird. Soviel ich weiß, ist es auch von diesem gewissen Typen, Touhou-Typen, der Touhou halt davon noch gemacht. Ich habe seinen Namen gerade nicht im Kopf. Ist zwar jetzt kein Fangame, aber das merke ich so gut wie egal, weil es gibt keine guten Fangames davon. Also halt vielleicht Touhou Sky Arena, aber ich denke, das ist eben ein Hack von einem PlayStation, Dragon Ball, was weiß ich, Spiel. Ist halt auch mit 3D-Modellen. Es gibt eigentlich sehr viele Touhou-Fangames, aber die meisten sind halt ziemlich schlecht. Deshalb muss ich den Rest wahrscheinlich einfach mit Paper Tango füllen. Ich werde bei den nächsten Adventskalender mal nicht nur auf Touhou-Sachen zugreifen. Das macht die Auswahl nämlich wesentlich größer. Ich möchte einfach kein normales Touhou-Spiel spielen, und das ist eigentlich das, worum es mir hier geht. Weil beim normalen Touhou-Spiel ist es nicht wirklich was Besonderes, weil man das halt schon tausendmal gesehen hat. Außer die Leute, die wirklich gar nichts von Touhou kennen. Ah, ich konnte ausweichen. Wunderbar. Mir gefällt dieses Schild, es funktioniert. Ah, vielleicht sollte ich es auch recht anwenden, das würde helfen. Stirb! Button-Mash, oder nein, ich schütze mich, so. Aber was ich noch vergessen habe, man kann sprinten in diesem Spiel, indem man zweimal drückt. Das sollte man wissen, dann ist es nämlich schon viel einfacher. Ach, scheiße, Mann, stirb. So, sie ist tot. Jedenfalls das erste Mal, ich glaube, sie hat zwei Leben, ich bin mir sicher. Ja, sie hat zwei Leben. War das
ich eine Karte? Nein, jetzt habe ich die Karte gewechselt. Zum Teufel, ich verstehe es nicht. Muss ich zweimal drücken, oder? Scheiße! Komm. Ich verstehe die Spezialattacken, die verstehe ich noch nicht ganz. Beim anderen Turbospiel ist das relativ... Also bei einem anderen Beat'em-up-Dings ist das relativ einfach gestaltet. Hier verstehe ich es nicht. Es sollte eigentlich gleich sein, aber irgendwie ist es auch doch nicht. Irgendwie sind das normale Attacken, ich verstehe es nicht. Auf Englisch wäre es natürlich viel einfacher zu verstehen, aber... Naja, wie gesagt, das funktioniert bei mir nicht. Töte mich nicht, ich möchte überleben. Na verdammt, ich sagte, ich möchte überleben. Verdammt, ich bin gestorben. Okay, das erste Leben, der erste Kürbis habe ich schon mal verschwendet. Vielleicht sollte ich lieber nur Karten schießen. Dann töte ich sie auf eine sichere Weise. Das Schutzschild ist eigentlich relativ sicher. Da kann mir eigentlich überhaupt nichts passieren, merke ich. Aber ich bin... So. Ist sie tot. Die Liebe. Und die mir dann nicht den Namen nicht weiß, weil ich die neueren Turbospiele nicht kenne. So. Und wir sind wieder auf der Schlagzeile. Wir haben es mal wieder geschafft. Und sind toll im Medienbereich. So. Mädchen mit Bändern. Wer bist denn du? Also kannst du Wirbelstürme machen. Ich bin stolz auf dich. Boah. Oh, das war ganz knapp noch ausgewichen. Ich bin ja schon fast stolz auf mich. Ist der Stolz auch schon wieder weg? Sie trollt mich. Stirb. Komm schon. Ja. Ah, verdammt, sie trollt mich wirklich. Egal. Ich sollte einfach nur draufhauen. Das geht am einfachsten. Komm. So, jetzt hat sie nämlich schon das erste Leben verloren. So, komm. Ausweichen. Vielleicht sollte ich es versuchen, wenigstens. Komm, ein bisschen nach links. Oh, ich hätte dich doch treffen können. Komm. Oh, wow. Was war das zum Teufel? Mann. Ja, so, ich muss nahe an ihr sein, um die Karte richtig verwenden zu können. Jetzt verstehe ich's. Okay, ich verstehe es doch nicht ganz. Aber jetzt habe ich natürlich nicht mehr volle Energie, ne, klar. Okay, so kann ich auch Fernangriffe machen. Ich habe die so viel Spezialangriffe. Das gefällt mir nicht. Das kommt schon. Komm. Ah ja, endlich. Ich hab's geschafft. Okay, ich muss näher sein. Dann kann ich die Spezialattacke verwenden. Ich weiß nur nicht, ob sie überhaupt gerade was gebracht hat. Komm schon. Komm, ich erleide gerade sehr viel Schaden, weil ich gerade nur versuche. Genau, das wollte ich machen. Okay, es hat wenigstens ordentlich Schaden gemacht. Das gefällt mir. Stirb, stirb, stirb. Bitte stirb. Ach gut. Sie ist noch nicht tot, was zum Teufel. Gut, jetzt ist sie gestorben. Und ich habe kein weiteres Leben verloren. Ach scheiße, sie hat noch ein weiteres. Ich mag sie nicht. Okay, nein. Ach scheiße. Nein. Komm. Es ist sehr schwer, die Spezialattacken alle auszuführen, muss ich sagen. Vielleicht sollte ich es nicht versuchen. Egal, scheiß drauf. Ich möchte sie töten. Oh. Okay. Da, jetzt wissen wir, oder? Hab ich's geschafft? Ich verstehe das nicht. Egal. Ah, ich habe ein Schutzschild gemacht. Warte mal. Wie auch immer. Da habe ich nicht schnell genug reagiert, alles klar. Geh weg. Stirb. Ich hoffe, es ist nicht so tragisch, dass ich hier so nicht so gut kommentieren kann, weil es ist ein Beat'em-up, was soll man dazu sagen? So. Vielleicht stirb. Nein, fast gestorben. Möchte
ich jetzt nicht riskieren. Wirklich, ich bin an diesem komischen Tellerrand gestorben. Ich hätte es doch noch schaffen können. Ja, der Schaden wird dir eh nichts mehr bringen. Du bist nämlich gleich Geschichte, mein Mädchen. Wenn ich sie mal anständig treffen würde. Ja, geht doch. Da habe ich mich viel zu lange dran aufgehalten. Ich habe mal 3 Gegner besiegt innerhalb von 10 Minuten und habe schon 2 Leben verloren. Das finde ich schon schlecht. Okay. Yay, Zeitung. Zeitungs-Action. So, wir kämpfen gegen jemanden mit gut animierten Brüsten. Boah. Verdammt. Gut, ich sollte echt noch mit der Spezialattacke klarkommen. Ich verstehe nämlich noch nicht ganz, wie ich die genau hervorrufe. Komm schon, stirb. Jedenfalls das erste Mal. Danke. Es ging relativ schnell. Wenn man erstmal drin ist, dann ist das eigentlich alles kein Problem mehr. Und gut vorbereiten. Way. Oh. Gefällt mir nicht. So. Nein. Ich warte hier einfach. Danke. Ah, oh, verdammt, das war knapp. Okay. Oh, ich dachte gerade, ich wäre gestorben, das wäre relativ scheiße gewesen. Nicht so schnell schon sterben. Ja gut, sie ja auch, aber sie ist ein Computer, verdammt. Gut. Na, oh, wieso kann ich nur die... Wirklich. Sie macht eben... Wieso kann sie so oft... Ganz ehrlich, das ist doch unlogisch. So, wenigstens funktioniert das mal. Ah, oh, natürlich macht sie wieder diese Attacke. Wie kann sie die so oft machen, ganz ehrlich? Ich dachte, das muss ich aufladen oder... Ups. Weg. Vielleicht... Ah, ich muss hochdrücken und R drücken. Dieser Pause-Bildschirm hat mir gerade... einiges erklärt. Ja, komm. Oder? Oder auch nicht. Ich verstehe es nicht. Verdammte Scheiße. Egal. Ah, oder jetzt nach rechts drücken? Was ist das? Okay, ich verstehe es wirklich nicht. Okay, irgendwas mit dem Steuerkreuz und dann R drücken und... So, unten, oben, links, rechts, was weiß ich. Ah. Nur... Ah, cool, ich kann das Schutzschild machen. Okay, die R-Attacken gefallen mir. Ich spiele, wie gesagt, mit Super Nintendo Controller. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe. Wow. So. Okay. Komm, nein. Ah, jetzt hätte ich doch... Okay, Schutzschild funktioniert. Ich finde schön, wie das Schutzschild immer funktioniert, egal was ich tue. Na, sie soll sterben und nicht immer die Spezialattacke machen. Ja, yay. Komm schon. Naja, egal. Sie ist Geschichte. Oder lebt sie noch einmal? Nein, sie ist jetzt wirklich weg. Schön. Ui, ich habe eine Karte geschmissen. Die ging, glaube ich, am längsten, wenn ich mich nicht irre gerade. Aber egal. Wow. Wer kommt jetzt? So. Okay. Irgendwas im Wald. Links. Way. Okay. Ah, okay. Aber was? Verdammt.
gerade. Ich glaube, ich sollte ein bisschen sie zuerst bekämpfen, bevor ich die Spezialattacken ausprobiere. So. Ja. Ach Gott. Stirb. Dankeschön. Gut, das ist Leben 1 weg. Freut mich. Ah, nein. Nein. Oh, ganz nah. Ach, Scheiße. Das sah gerade ziemlich überspitzt. Ah. Sieht ja immer aus, als würde sie halb sterben. Ach, sie, das sind eh ihre Attacken. Jetzt verstehe ich. Ich will weg. Danke. Ich verschwinde da mal. Ich hoffe, es macht dir nichts aus. Ach, komm. Nein, wach wieder auf. Ich möchte Spezialattacken machen. Verdammte Scheiße. Egal. Normaler Schlag tut's auch. Gut, was passiert jetzt? Ach so, stimmt, da bin ich erstes Mal gestorben. Aber jetzt habe ich das Schutzschild. Also auch mit Continuous gestorben, versteht sich. Ja. Ich schaffe ja nicht mal, ihr ein bisschen Schaden zuzufügen, bitte. So, ich mache jetzt die ganze Zeit das. Total lame und so. So. Was richtig anstellt und sich immer konzentriert, kann man es eigentlich schaffen, nie Schaden zu nehmen und nur Schaden zu machen. Theoretisch. So, jetzt kommen die Arschlöcher, oder? Nein. Irgendwann ganz so komische Drachen. Die gefallen mir nicht. Yay. Okay. Ist schon zweimal getötet. Wie viele Leben hat die eigentlich? Ich glaube, es waren zu viele. Yay. Komm schon. Gut. Wie war das jetzt? Ich möchte Spezialattacken machen. Komm schon. Ich versteh's nicht. Okay, die Spezialattacke geben wir am Arsch. Sie funktioniert nicht. Okay, ich töte sie einfach so. Seid ihr alle einverstanden? Ich möchte mein Continue nicht schon verlieren. Also mal eins. Ich frage mich, ob man mehrere hat. Ich glaube, man hat unendlich. Okay, das könnte ewig so weitergehen. Hat er mir gerade Schaden gemacht. Verdammt. Es ist total schwer, der Schaden zu machen mit den komischen Fröschen.
Wieso funktioniert meine Spezialattacke nie? Ah, ich habe noch ein Leben. Endlich, ja, natürlich hat sie noch ein Leben. Komm schon noch mal. Ah, ich wollte Kombos machen. Gut. Ist jetzt endlich tot? Nein, sie natürlich lebt sie immer noch. Jetzt kommt die Arschlöcher. Okay, anscheinend nehme ich immer noch Schaden, einfach weniger. Ah, ich dachte schon, ich bin gestorben. Ah, ich bin gestorben. Toll, jetzt darf ich den ganzen Kampf nochmal machen, nur weil ich die beste Form von ihr nicht besiegt habe. Ich hasse mich. Ja, Mann, mein Gott. So, und ich denke, das war es dann doch jetzt auch für das Video. Ich meine, es sollte ja auch nicht zu lang werden und ich denke, dass... Wenn ihr sehen wollt, was passiert, wenn man den Boss besiegt, könnt ihr ja das Spiel herunterladen. Link ist in der Beschreibung. Ich wünsche euch noch frohe 15 Tage, Weihnachten, Adventszeit, was auch immer. Im Menüs oder so und verabschiede mich. Ciao.